So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von City Skylines. Und wer die letzte Folge gesehen hat, der hat mitgekriegt, dass gegen Ende der Folge, ja, irgendwas Unerwartetes passiert ist, obwohl ich das irgendwie auch gar nicht mitgekriegt habe, wirklich, weil wir die ganze Zeit hier beschäftigt waren. Und ja, hier ist jetzt halt ein kleiner Tsunami. Und damit müssen wir jetzt fertig werden. Ich muss natürlich gucken, dass er jetzt nicht die ganze Stadt überrollt und alles hier zunichte macht, was ich hier gebaut habe. Das wäre ein bisschen, ja, unpraktisch, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen schauen wir jetzt mal, ob ich jetzt hier im Stillstand gucken kann, dass wir hier, es gibt doch, meine ich, sogar so diese Barrieren irgendwo. Wo sind die denn eigentlich? Weil die müssen, glaube ich, hier sogar sein, oder? Sind die hier? Wo sind die? Wo gibt es denn diese Barrieren nochmal? Ach Gott, wo sind die denn? Wo sind die? Ah, hier das da, glaube ich, oder? Ist das das hier? Hochwassermauer, genau die. So, die würde ich gerne hier irgendwie hinbauen, wenn das geht. Und da passt natürlich mit dem Platz jetzt nicht. Ja, das wäre, ist natürlich Kacke. Da habe ich es natürlich um einen Platz, eine Kachel haben wir da verkackt. Obwohl das können wir eigentlich noch ändern hier auf der Seite. Die eine Kachel. Das würde noch theoretisch funktionieren. Beziehungsweise wir würden es dann zwei Kacheln machen, würde ich sogar sagen. Das wird ja alles nur hier so ein kleines bisschen enger machen. Dann müssten wir halt hier innen drin auch alles verändern. Aber ich würde gerne echt hier so eine ganze Wand hinziehen, die einfach, falls hier nochmal was passiert. Es kann natürlich hier kann auch noch was passieren. Hier ist ja auch schon ein bisschen. Das machen wir aber, glaube ich, erst später dann. Wir machen, gucken jetzt erstmal, dass wir so viel Schadensbegrenzung wie möglich machen. Und ich mache jetzt erstmal hier noch so eine kleine Wand hin, dass das hier vielleicht ein bisschen abfällt, sagen wir es jetzt mal so. Dann müssen wir hier noch eins mehr machen. Ach, das ist schon im Wasser drin. Ist natürlich jetzt nicht so gut. So, hier kann es ja reinfließen, theoretisch. Das muss ich natürlich. Da müssen wir jetzt hier so ein kleines Stück auch abreißen. Aber nur für kurz. Wir wissen ja, wo es lang geht. Können wir hier noch ein kleines Stück wegmachen. So, dann kein Bau an Wasser. Dann machen wir es mal so. Und dann müssten wir eigentlich schon einen Großteil fast geschützt haben. Besser wäre es natürlich, wenn wir jetzt hier auch noch. Ach, das wäre halt jetzt gut, wenn wir jetzt echt hier das da einfach hier rüberziehen könnten. So, dann müssen wir den Zaun auch noch mal wegmachen. Der Zaun, der kommt mal weg. Das ist jetzt etwas, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich habe das eigentlich schon komplett ausgeblendet, dass ich Katastrophen anhab. Weil ich wollte halt so eine kleine Challenge noch ein bisschen mit reinmachen. Und ich habe die Katastrophen halt auch auf, ja, minimal gemacht, dass die jetzt nicht so extrem, sondern direkt so ein Tornado oder was der Stärke 10 kommt und meine ganze Stadt wegklatscht. Das wollte ich halt auch nicht. Deswegen, ja, müssen wir die Straße wegmachen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen das hier abreißen. Wenn wir unsere Stadt halbwegs retten wollen. Ich meine, wir können natürlich auch alles jetzt über uns einfach so ergehen lassen, aber das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich will natürlich jetzt gucken, dass ich da so wenig wie möglich Schaden von nehme. Hier in der Mitte ist halt noch. Was denn jetzt? Hier in der Mitte geht es halt noch richtig krass durch. Da müssen wir halt eigentlich gucken. Dann müssen wir das Gebäude jetzt mal kurz verschieben. Das verschiebe ich jetzt mal kurz hier hin, wenn das geht. Wenn das geht. Danke. Hier habe ich hier noch was gebaut. So. Erstmal kurz hier hin. So, hier den Weg müssen wir auch mal kurz abreißen.
So, dann müssen wir hier durchbauen. Ja. Müssen wir halt echt einmal kurz hier durchgehen. Die Sachen müssen wir dann einmal kurz verschieben. Die verschieben wir mal ganz blöd jetzt einfach hier hin. So. Und das hier verschieben wir auch mal. Ich meine, das ist auch das Busdepot, oder? So. Dann müssen wir hier die Straße noch kurz wegmachen. Und einmal so. Und dann hoffen wir, dass das reicht. Dass hier jetzt nicht unsere ganze Stadt überflutet wird. Pass mal auf, hier machen wir sicherheitshalber auch nochmal kurz was hin. Dass da jetzt nichts noch überflutet wird. Obwohl hier ist eigentlich egal, hier kann eigentlich ruhig drüber gehen, aber. Machen wir einfach mal so. Und ja, The tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Hier sieht man schon, wie das das schön anstaut. So, das muss dann natürlich jetzt auch nochmal zurückfließen, wäre ganz toll. Ich hoffe, dass. Ja. Ich habe es jetzt auch auf höchste Geschwindigkeit gemacht. So, wir müssen eigentlich auch mal gucken, dass wir hier die Gebäude, wir müssen das da ausschalten, weil das verbraucht zwar nur 100 die Woche. Aber das ist halt eigentlich alles viel zu viel. Das 2000 die Woche, das ist alles too much. So. Ja. Ich meine, das hier war eh schon alles Feuer verlassen. Gut. Ah ja, stopp, die sind hier nicht mit Strom angebunden. Das ist natürlich nicht so gut. Da wollte ich ja eigentlich noch. Ja gut, hier können wir eigentlich nochmal aufmachen. Hier dürfte eigentlich nichts passieren jetzt. Gut. Ja, dann haben wir die Katastrophe scheinbar abgewendet. Hier geht's auch zwar ein bisschen rüber, aber da ist ja nichts. A tsunami has struck the city. Da ist Take es nicht so caution and schlimm. avoid roads and waterfronts until the water recedes. Jetzt haben wir hier so eine kleine Kuhle, warum auch immer. So. Beim nächsten Mal müssen wir darauf achten. Ja, wir müssen auf jeden Fall, also hier ist es glaube ich nicht so schlimm, aber ab hier würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall so einen ganzen Damm lang ziehen. Der das dann halt ein bisschen behebt. Das machen wir dann am besten jetzt. Ups, bevor wir es vergessen. So, ich meine, das müsste eigentlich schon gereicht haben. Hoffentlich. Wie gesagt, da kann es ruhig noch ein bisschen fließen. Das stört uns nicht. Und hier müsste eigentlich jetzt auch alles behoben sein. Hier ist halt noch so ein kleiner Bereich. Warum auch immer, ist der nicht eben. Mal kurz gucken hier. Ah, nee, tatsächlich nicht. Warum ist der hier nicht eben? Ah, nee, das wollte ich gar nicht. So. Stärker. So. So. Ja, auch nicht ganz, warum auch immer. So, ich hoffe, das Wasser da müsste jetzt auch wegfließen irgendwann. Das hier müssen wir weg. Das hier machen wir auch mal weg. So. Ich hoffe, das hat gereicht. Ich meine, das bisschen, das macht jetzt, glaube ich, keine Probleme mehr. So. Dann machen wir hier mal nochmal alles weg. Dann machen wir
Ja, ich meine, hier sieht man ja, wo wir immer die Verbindungen gemacht haben. Das sollte eigentlich alles dann hier so passen. Wir haben ja hier die Gerade. Das da ziehen wir jetzt mal so nochmal. So, das hier machen wir jetzt alles nochmal weg. Weil wir machen da jetzt echt, auch wenn es nicht so hübsch aussieht. Ja komm, das reißen wir mal gerade alles ab. Das hier auch. Aber hier lassen wir noch so das kleine Stück. So, hier wissen wir dann, dass es hier lang geht. Dann machen wir hier das dann noch weg. Ja, dann müssen wir halt hier alles nochmal neu dran anpassen. Aber das hat uns schon auf jeden Fall schon mal gelehrt. Das ist zum Beispiel das. Das mache ich jetzt einfach einen Real-Life-Bezug dazu. Wir wissen ja, dass die Menschen recht doof sind. Und nicht aus ihren Fehlern lernen. Weil ein normaler Mensch würde jetzt ja sagen, oh, ein Tsunami kam und hier, das war recht nah an der Küste dran und wir hatten da keine Schutzmauer. Ja, was machen wir dann jetzt? Ja, wir bauen hier eine Schutzmauer hin. Damit, falls nochmal sowas kommt, dass da nichts passiert oder zumindest mal weniger passiert, je nachdem wie stark der Tsunami ist. Aber was machen die heutigen Menschen, die sagen, was? Ah, da war ein Tsunami. Ich glaube, wir bauen da ganz viel Sehenswürdigkeiten hin, dass die Leute, wenn da was passiert, auch schön sehen können, wie ein Tsunami kommt. Und wir noch ganz schön viel Geld davon kriegen. Als Touristenattraktion natürlich. Das sind die heutigen Menschen. Aber psch, nicht weiter erzählen. Nicht niemandem erzählen. So. Aber das machen wir dann jetzt mal. Ich weiß, können wir vielleicht noch ein Stück rangehen? Ich weiß gar nicht. Können wir so? Nee, das ist zu nah. Ja, ich glaube, das hier ist das nächste, was wir machen können. Mein nächste so. So, wir ziehen das, habe ich ja gesagt. Aber was ist das? Bis, was hatte ich gesagt? Warum ist das jetzt, warum macht das jetzt nicht gerade? Kein Bauernwasser möglich. Ja gut, dann muss das hier reichen. Aber ich denke, das müsste eigentlich auch passen. Das müsste eigentlich, können wir das eigentlich auch höher machen? Nee, das kann nur so bleiben. Theoretisch, wir könnten vorne dran noch so Füllbecken reinmachen. Aber ich glaube, das ist nicht nötig unbedingt. Das sollte hoffentlich reichen. Hoffen wir es mal. Weil ein Füllbecken will ich jetzt nicht unbedingt noch dahin machen. Dann wird das viel zu viel Platz weggehen jetzt. Ach. Hier können wir dann auch nochmal alles abreißen in dem Bereich hier. Weil wenn wir jetzt noch ein Füllbecken hier hin machen, passt mal auf. Das wäre dann hier. Ja, müssen wir hier nochmal, ja, jetzt müssen wir hier alles nochmal abreißen. Machen hier das Stück mal weg. Ja, ich meine, ich hätte es eigentlich nicht unbedingt abreißen müssen, aber... So. Ja, dann müssen wir hier halt alles drauf anpassen jetzt. Habe ich keine Lust. So, also, Füllbecken. Wie breit sind die, ist die Frage. Wenn wir da jetzt eine Straße hinbauen, die, sagen wir jetzt einfach mal, hier wäre, frage ich mich, ob das als Füllbecken reichen würde. Also als Platz fürs Füllbecken. Weil wir wollen ja, wenn dann schon eine Nummer sicher gehen. Nee. Da müssten wir noch ein bisschen Abstand machen. Heißt, das hier reicht nicht. Jetzt speichert es nochmal. Warum kann ich das da jetzt nicht so löschen? So, das heißt, wir müssen noch ein Stück. So, und die Leute haben auch gesagt, ich soll mal das andere Menü benutzen. Hier das da. Ist auf jeden Fall, stimmt, das ist eigentlich echt schon übersichtlich, finde ich. Und so kann man auch schneller hier zwischen die Dinger wechseln. Oh, gut zu wissen, gut zu wissen. Wir machen mal jetzt
So, noch zwei Abstand vielleicht. Dann wird halt hier unser Gebiet ein bisschen kleiner. So, wie kann man das aber nochmal wegmachen? Wie kann man das so? Und dann, warte, wie habe ich das gerade jetzt nochmal gemacht? Wie ging das nochmal? Also hoch und einfach so. Ich will aber, wenn ich jetzt nochmal das kleinere Menü haben will, wie mache ich denn das nochmal? Ah, das ist dann, wenn ich den anderen Knopf drücke. Okay. Gut, ich bin dumm. Das andere Menü, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Das müsst ihr mich entschuldigen. So, jetzt die Frage, wenn wir es jetzt hier hin machen, das Füllbecken, wenn wir es jetzt hier so hinbauen, so ganz sicherheitshalber mal. Hier scheint ja irgendwie sogar noch ein bisschen Wasser zu sein. Ich hoffe, das ist jetzt keine unendliche Wasserquelle, was hier unser Becken hier jetzt durchgängig füllt. Das wäre nämlich jetzt nicht so prickelnd. So, machen wir hier so, dass, wie gesagt, falls was reinkommt. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier noch so einen Industriezaun oder sowas. Was können wir denn da? Parkzaun? Nee. Forstwirtschaftszaun. Können wir den jetzt noch hier hinklatschen? Ah, da sind sogar noch zwei Abstand. Das heißt, dann können wir unsere Straße vielleicht sogar noch eins näher da dran machen. Ist nur eine Kachel, aber eine Kachel ist eine Kachel. Das sollte man nicht nachdenken. So. Aber mein Deutsch ist wieder für den Arsch. Wie komme ich eigentlich auch auf Vernachdenken? Ah ne, ich wollte ja das da jetzt benutzen. Das muss ich mir ja mal angewöhnen, dass ich jetzt hier das benutze immer. Warte, da muss ich jetzt einmal kurz noch mal ein bisschen länger ziehen, damit wir hier die... Ah, das war die falsche Straße. Ja, das ist die richtige, das da. Nee, das ist nicht. Die hier ist es. Hä, ich verstrafe das nicht ganz. Egal. So. Das heißt, hier... Da müssen wir das noch mal alles wegmachen. So. Machen wir hier unsere Straße hin, die jetzt gerade ist, hoffentlich auch hier schon abgegrenzt. Hier ist dann der Auffangbereich, hier ist die Straße, hier machen wir das dann nochmal weg, machen das gebogen, machen das so, dann passt das hier auch nochmal. So, dann können wir das eigentlich hier so lassen, denke ich mal. Jetzt die Frage, sollen wir hier auch dann echt nochmal irgendwie versuchen, Bäume hinzubauen oder sollen wir die dann hier abreißen mal? Ich mache jetzt erstmal hier alle Bäume weg, die in dem Bereich stehen. Hier die vielleicht auch gerade. Können wir im Nachhinein nochmal hinbauen vielleicht. So, jetzt müssen wir natürlich hier gucken, wie wir das hier machen. Ich benutze das alte System, keine Ahnung. Das neue, das verwirrt mich jetzt irgendwie. Ich bin irgendwie ein bisschen doof. So, so und so. Dann haben wir hier nochmal unsere Kurve drin. Jetzt die Frage, können wir mit der Mauer hier auch so eine Kurve bauen? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir hier so ein bisschen einmal rum könnten. Die Frage, passt das hier noch? Nee, hier passt das nicht mehr rein. So. Einfach so. Geht das? Warum geht das nicht?
Hier noch ein Stück. Nee. Ja, dann müssen wir halt so machen. Machen wir das Stück hier noch weg. So und so. Machen wir es einfach so. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Schutz drumherum. Und dann müsste das eigentlich so reichen. Wir haben hier sogar noch extra so einen Damm hingemacht. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob sich das da zurückbildet. Ja, perfekt. So, dann müssen wir jetzt hier die Straßen nochmal neu setzen. Das machen wir dann einmal. Ah, die sind noch im gebogenen Format. Brauchen wir natürlich nicht. So. Dann, hier hatten wir scheinbar eine Hauptstraße. Machen wir dann auch nochmal hin. Hier kommt eine hin. Ah, hier hatten wir eine Industriestraße. Ah, da wäre jetzt vielleicht das vielleicht echt besser. War das hier die Industriestraße? Ich meine schon. Ja, perfekt. So. Das da war okay so. Das kann man so lassen. Oh, das hier ist eigentlich schon ein bisschen unnötig. Aber. Weil wir haben ja hier schon ganz viele Eingänge eigentlich. Wenn man es mal so sieht. So. Ja, dann müssen wir gerade nochmal gucken, wie das denn. Wie das jetzt hier war. So, dann machen wir, verschieben wir die hier nochmal dahin, wo sie waren, wenn das noch passt. Die Frage, können wir hier so ein Ding da reinbauen? Ne, natürlich nicht. Das passt auch nicht mehr hier rein, weil der Platz ist ja jetzt ein bisschen kleiner geworden. Was jetzt eigentlich ein bisschen ugly ist. Weil jetzt passen die hier nicht mehr nebeneinander. Egal, nicht schlimm, dann machen wir sie so, weil das ist ja auch noch im Gebiet mit drin. Dann können wir nebendran vielleicht noch ein bisschen was bauen. So, dann holen wir uns hier einfach nochmal den Weg und verbinden die hier mit den Wegen. Machen wir hier noch so, so, hier und hier. So, der hier ist ausgeschaltet, da machen wir dann am besten auch nochmal so einen Weg hin. Haben wir hier noch so eine Verbindung. Dann können wir hier vielleicht noch ein paar kleine Sachen hinmachen. Da müssen wir jetzt eigentlich mal schauen. So, was brauchen wir denn noch vielleicht? Was habe ich denn abgerissen? Habe ich das Sägewerk? Ja, ich glaube, die Dinger habe ich sogar. Die habe ich auch. Kleiner Holzplatz, den haben wir, glaube ich, eigentlich auch irgendwo. Oder auch nicht. Der würde hier noch hinpassen. Ja, müssen wir den. Vielleicht können wir auch was Größeres noch hinbauen. Ne, das ist alles zu groß hier, das da. Ja, dann machen wir den hier einfach noch dahin. Machen wir es einfach noch so. Kommt hier noch so ein Holzplatz hin. Die Frage, können wir hier noch so ein kleines. Könnten wir das da hinbekommen? Nee, das passt da auch nicht mehr hin. Ach, nur wegen der Station jetzt hier. Ach man, dann müssen wir die Station jetzt umdisponieren. Mal auf, dann machen wir die Station jetzt. Das ist jetzt mehr Arbeit, als man eigentlich wollte. So. Machen wir die Station jetzt so. Das wird jetzt auch nochmal eine längere Folge. Habt ihr ja sicherlich gemerkt. Weil wir jetzt hier alles umbauen wollen. Und das mache ich, will ich am liebsten eigentlich alles in einer Folge machen. So, dann machen wir hier das da weg. Dann schieben wir das da. Stückchen, ich will das da hinschieben. Speichert es wieder. So, das schieben. Ich will das. Hallo. Warum connectet das jetzt nicht? Warum ist das noch hier wegen denen da wahrscheinlich? So, machen wir die Wege einfach weg. So, und jetzt umschieben bitte. Verschieben. Warum? Hallo?
Gebäude muss neben der Straße platzieren. Hier ist doch Straße. Muss ich das Gebäude jetzt abreißen oder was? Reißen wir dem ab. Von mir aus. So, wo war das? Was war denn das für ein Gebäude? Das war, glaube ich, so die Lagerhalle hier. War das die? Mittlere? Kleine? Ne, das war die mittlere, oder? Ja. So, eins. Oder war das? Oder war das das hier? Ne, also, nee, das da war es garantiert nicht. Waren das? Doch, die hier müssten das gewesen sein, oder? Ne, die waren es auch nicht. Was waren das? Was habe ich denn da platziert? Kann mir das jemand sagen? Ah, die hier waren es. Die hier waren es. Hoffentlich. Ne, das hier war es auch nicht. Oder? Was habe ich denn da geplaced? Oder doch, das war's hier. Hier, das da war's. Doch. Die waren's. So. Schwere Geburt. Schwere Geburt. Ja, hier können wir natürlich jetzt nicht mehr das machen, was wir machen wollten, weil da jetzt die andere Strecke ist. Aber hier links, rechts, warte, wir können es vielleicht doch so machen. Machen wir es einfach so. So. Da haben wir auch noch so. Können wir nebendran vielleicht so einen Radweg einfach noch machen. Der dann hier so außen rum führt, wenn das geht. Ho! Perfekt. Haben wir das ein bisschen aufgeteilt, so aufgesplittet. Dann können wir eigentlich hier noch so und so machen. Dann sieht das aus, als wären das so zwei verschiedene Wege. Und dann bauen wir hier einfach noch an die Dinger. Machen wir einfach noch so kleine Industriedinger hin. Obwohl hier wird, glaube ich, nicht unbedingt viel kommen. Aber machen wir dann einfach so. Machen wir dann hier auch, weil der Platz reicht, glaube ich, eh nicht mehr für irgendwas. Deswegen machen wir das so. Dann gucken wir doch mal, ob wir da auch das Gebiet ausgewiesen haben als Forstwirtschaftsindustriegebiet. Ah, okay, da habe ich ein bisschen großzügig gemacht. Da müssen wir eigentlich das Gebiet hier auch nochmal extra machen. Egal. Das sollte, glaube ich, dann erstmal so passen. Lassen wir dann erstmal so. Und machen den Rest jetzt nochmal hier gerade. Hatten wir die hier, die Verbindung auch? Ich weiß es gar nicht, kann sein. Aber hier die Verbindung hatten wir noch. Dann hatten wir hier noch mittig so eine Verbindung gehabt. Aber ich glaube, die können wir dann jetzt eigentlich auch weglassen. So, dann haben wir hier einfach das mit dem ausgefüllt. Und ja, den Rest, wir bauen eher, denke ich mal, erstmal hier weiter. Das da kann eigentlich noch warten. Weil so viel Platz werden wir da eh nicht brauchen. So, das haben wir dann jetzt auch nochmal alles erstmal ausgefüllt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier die Folge zu Ende. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein bisschen Katastrophenschutz betrieben. Hier kommen wir dann nochmal irgendwann anders dazu. Nächste Folge vielleicht. Mal gucken, was mir einfällt. Und ja, das ist jetzt der neue Bereich, so wie es aussieht. Wir haben den Tsunami überlebt. Wir müssen auch noch ein Warnsystem bauen nächste Folge. Das mache ich dann noch. Und es sieht auch nicht so scheiße aus, eigentlich, wie ich gedacht habe. Passt sich eigentlich ganz gut an. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.